Der Bitcoin korrigiert. Diese Levels müssen jetzt gehalten werden, um den weiteren Aufwärtstrend zu bekräftigen. In diesem Video schauen wir uns einmal den Chart an. Ich gehe auf mein Bitcoin Short ein. Ich glaube, da waren viele Leute verwirrt. Und vor allem schauen wir uns die Strategien an, mit denen man im aktuellen Bullrun das meiste Geld verdienen kann. Und damit starten wir direkt einmal rein, bevor wir uns die wichtigen Preislevels einmal anschauen. Ich finde es immer faszinierend, wenn ich ein Video mache, zum Beispiel ich bin Bitcoin Short, und dann bekomme ich 1000 Kommentare von Leuten, wo ich mir denke, entweder habt ihr das Video nicht ganz angeschaut oder ihr habt einfach nichts verstanden. Und genau aus diesem Grund erkläre ich es nochmal genau, denn es gibt nichts Gefährlicheres an diesem Kryptomarkt, als Dinge zu tun, die man nicht versteht. Aber dann, wenn man die Dinge wirklich versteht, kann man eine Menge Geld verdienen. Und warum war ich Bitcoin Short? Naja, es war eine neutrale Position. Das heißt, ich war auf der einen Seite Bitcoin Long, habe aber gleichzeitig den Future geshortet. Der Future ist in einem Premium damals gewesen. Das bedeutet, ich habe ohne Risiko cash-neutral, preisneutral Zinsen generiert. Da gibt es teilweise bis zu 20% Zinsen aufs Jahr. Und genau aus diesem Grund war ich sowohl Bitcoin Long und Short. Und der Vorteil ist natürlich, dass in einem größeren Bitcoin-Rücksetzer, die man immer wieder hat, natürlich dann der Bitcoin-Preis stark fällt, dann geht der Future oft von einem Contango in Backwardation, und wenn man das dann auflöst, kriegt man richtig fette Renditen auf sein Cash. Das ist aber eine Zinsposition, das heißt, das ist für mich keine direkte Krypto-Position. Um das einmal geklärt zu haben, es ärgert mich dann immer ein wenig, wenn ich in den Kommentaren sehe, wie die Leute schadenfroh sind und sagen, du hast Bitcoin geschortet, es ist hochgegangen, siehst du nicht, wie dumm das war und so weiter. Und da denke ich mir immer, Alter, hör dir das Video ganz an. Das sind immer diese Glücksritter, die sich die ersten 10 Sekunden eines Videos anhören und dann schon abbrechen. Und das nervt einfach unglaublich. Deswegen sage ich es jetzt hier zu Beginn einmal, wie das war. Ein kleiner Tipp für dich vielleicht. Schau dir ein Video mit 1,5-facher Geschwindigkeit an, mit 1,75-facher. Start vielleicht mit 1,25-facher Geschwindigkeit, aber mach Notizen. Wenn du mit höherer Geschwindigkeit schaust, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du das Video bis zum Ende anschaust. Und wenn du dir Notizen machst, dann vergisst du auch nicht, worum es in dem Video geht. Denn genau darum geht es. By the way, du kannst natürlich auch unseren Newsletter abonnieren. Den schreiben wir jetzt kostenlos, und du kannst deinen Kanal abonnieren. Wir haben sehr viele Abonnenten, wir haben sehr viele Leute, die die Videos schauen, aber den Kanal nicht abonniert haben. So, jetzt starten wir aber mit dem Screen Sharing einmal in den Bitcoin rein. Wir schauen uns jetzt das Level an, das unbedingt halten muss, dass der Aufwärtstrend weiter im Takt ist, und dann schauen wir uns die Strategien an, mit denen man gerade die fettesten Renditen auf Krypto fahren kann. Also, wir sehen hier, wo hat der Krypto-Bullenmarkt gestartet? Das ist vielleicht mal eine wichtige Frage, denn eine Sache ist klar, natürlich gibt es Leute, die den Boden gekauft haben. Natürlich gibt es auch Leute, die im letzten Bullrun das Top verkauft haben. Die Frage ist aber oft bei den Leuten, die das Top verkauft haben, ob die dann den Einstieg wieder geschafft haben. Denn es ist nicht so leicht zu sagen, sind wir jetzt in einem Bullenmarkt oder in einem Bärenmarkt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir waren hier bei Bitcoin, hatten dieses Doppeltop, ne? Und dann auf einmal gehen wir runter und alle sagen, das ist eine Korrektur. Wir sind hier auf circa 30 gefallen und alle haben gesagt, das ist nur eine Korrektur. Es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Wir sind im Bullenmarkt und so weiter. Und die Realisation oder die Realization, dass wir wirklich im Bärenmarkt sind, die ist für viele erst gekommen, als wir unter 30.000 gefallen sind. Und dann war aber der Bärenmarkt auch schon wieder fast vorbei. Okay, es ging von 30 nochmal fast 50% runter auf ca. 17.000, 18.000. Aber das geht unglaublich schnell. Und weil das die Leute immer nicht schaffen zu timen, beziehungsweise die Leute, die bei 30 ausgestiegen sind, hier bei 15 meistens gemeint haben, es geht auf 12.000 runter, sind sie wahrscheinlich dann bei 40 wieder erst eingestiegen. Und das macht das unglaublich schwer. Woher habe ich jetzt gewusst, dass wir wieder in einem Bullenmarkt sind?
Ganz ehrlich, ich habe es nicht gewusst. Ich habe aber angefangen 2023, und das haben wir immer im Börsenbrief geschrieben, für uns war 2023 ein Jahr des Übergangs. Wo haben wir gewusst, dass da Boden drin war? Wir wussten das nicht, aber ich schreibe den Börsenbrief mit meinem Mentor, der seit Jahrzehnten im Aktienmarkt tätig ist, der in einem DAX-Konzern das Asset Management macht. Er verwaltet Milliarden, und genau aus diesem Grund weiß er, der Boden ist vielleicht drin, vielleicht auch nicht drin, das ist egal. Wir kaufen mit der Cost-Average-Methode Bitcoin nach. Und genau aus diesem Grund haben wir gesagt, hohe Zinsen und so weiter, alles schwierig. Aber die Märkte passen sich an, die Märkte sind ein dynamisches System, das sich anpasst. Das wird wieder steigen und wir wissen nicht wann. Und deswegen kaufen wir jede Woche, jeden Monat. Und so haben wir in jeder Börsenbriefausgabe stur gepredigt. Es sieht alles nicht gut aus mit der Wirtschaft, aber wir kaufen trotzdem. Und so haben wir eben das ganze Jahr 2023 gekauft und das war super profitabel. Jetzt sind wir in einem Aufwärtstrend. Der Bullenmarkt hat meiner Meinung nach begonnen, als wir hier aus dieser Range ausgebrochen sind. Das heißt, wieder bei den 30.000. Und das macht es eben für die Leute, die das timen wollen, unglaublich schwer. Ich habe hier gekauft, ich habe hier gekauft, ich habe hier gekauft. Irgendwo hier im Q3 2023 habe ich angefangen, aggressiv Solana mit hinzuzunehmen. Das war natürlich unglaublich profitabel. Die Situation ist fast 400 oder 500% im Plus, diese Position. Und jetzt sind wir in einem Aufwärtstrend. Ein Aufwärtstrend, das bedeutet, das Momentum ist nach oben. Es gibt nichts Stärkeres als den Momentumfaktor. Der Momentumfaktor besagt, dass Preise, die steigen, meistens weiter steigen. Das geht auf das Newtonsche Gesetz zurück, das besagt, dass sobald eine Bewegung einmal stattgefunden hat, also sobald sich ein Körper in einer Bewegung befindet, ist es wahrscheinlicher, dass die Bewegung fortgeführt wird. Und so ist es auch am Kryptomarkt. Es gibt wenig Assets, die so stark auf dem Momentumfaktor getrieben sind wie Krypto. Wann würde jetzt dieses Momentum umdrehen? Naja, dieses Momentum würde umdrehen, wenn wir unter diese Zone hier fallen. Das bedeutet, wenn wir einen nachhaltigen Close unter dieser Area hier hätten, die beginnt bei mir circa bei 48.000 bis auf 38.000. Wenn wir da drunter noch einmal nachhaltig schließen, runterfallen, dann ist das Momentum nicht mehr in einem Bullenmarkt, sondern wir sind im Momentum dann in fallenden Märkten. Das kann natürlich passieren, aber bis das nicht passiert, ist die These ganz klar. Bitcoin steigt. Warum steigt Bitcoin? Ich blende es hier mal ein. Einfach deswegen, weil die Geldmenge wieder ausgeweitet wird. Es wird wieder Liquidität ins System getrieben. Viele Leute haben das nicht verstanden, aber das ganze Jahr 23 hat die Regierung unglaublich viel Geld gekommen. Das bedeutet ausgegeben. Das bedeutet, die Liquidität ist nicht von der Notenbank gekommen, sondern von der Regierung. Das sieht gerade so aus, als würde jetzt weiter Liquidität von der Regierung kommen. Irgendwann werden dann die Notenbanken auch das Drucken wieder richtig anfangen. Und dann sind wir meiner Meinung nach in einem Bereich, wo eben Bitcoin auf die wahrscheinlich 100.000 gehen wird. Aber kurzfristig passiert jetzt genau das, was ich auch schon seit einer Weile immer wieder in der Pure Alpha Gruppe den Leuten erzähle. Wir sind hier in einer Konsolidierung. Was bedeutet das? Naja, das bedeutet letzten Endes nichts anderes, als dass die Preise hier einfach konsolidieren. Das ist gesund. Warum ist das gesund? Einfach deswegen, weil der Preis viel zu heiß gelaufen ist. Und das ist auch immer das Gleiche in diesen Kryptomärkten. Der Preis zieht unglaublich an, dann braucht der Preis aber eine Verschnaufspause, sodass die Moving Averages hochkommen können und sich anschmiegen können. Das ist eine gesunde Konsolidierung. Im besten Fall zieht die sich weiter. Wir haben irgendwann im April das Halving, ich glaube so 20. April rum. Im Idealfall ist das Halving genau wie im letzten Bullenmarkt ein Non-Event. Im letzten Bullenmarkt war das Halving ein Non-Event. Es passiert nichts um das Halving. Es wäre schön, wenn sich die Konsolidierung fortzieht, vielleicht sogar bis zu dem Halving, um nach dem Halving irgendwann auszubrechen. Bevor wir jetzt in die besten Strategien reingehen, können wir uns noch anschauen, wir können uns jetzt noch einmal kurz anschauen, wie es mit den historischen Daten ausschaut. Also wir sehen jetzt hier einmal die
Bitcoin Monthly Returns. Und wenn wir uns die Bitcoin Monthly Returns einmal anschauen, sehen wir, dass der März normal ein verhaltener Monat war. Das war auch wieder jetzt so. Es war eher ein Monat mit viel Konsolidierung. Jetzt kommt der April und der April ist ein Monat, der auch nochmal eigentlich gut läuft, aber dann haben wir eine Seitwärtsphase, wo im Sommer eben wie an der Börse meistens weniger passiert und dann kommen wir in die Endjahresrallye, wo es einfach meistens zum Ende des Jahres anfängt, nochmal richtig, richtig rauszuziehen. Wir sehen also, der Sommer hat oft mal ein bisschen hoch, mal ein bisschen runter, aber gerade im Oktober, November, Dezember zieht das meistens dann richtig an und formt dann auch oft das Top, was dann eben die klare Übertreibung ist. Also, long story short, was erwarte ich jetzt? Ich erwarte, dass wir jetzt eine weitere Konsolidierung sehen. Ich habe ja den Chart wieder aufgemacht. Die Konsolidierung wird dann meiner Meinung nach oben ausgelöst und dann gehen wir auf vermutlich 80.000, 90.000, irgendwann auf die 100.000, 120.000. Das sind meine Preisziele, wo ich dann anfange, Gewinne mitzunehmen. Jetzt denkst du dir vermutlich, scheiße, ich kann mit Bitcoin, wenn das Preisziel 120.000 ist, nicht mehr reich werden. Und das stimmt natürlich. Man muss natürlich sagen, die Daily Cost Average Bitcoin-Position, die ich hier aufgebaut habe, ist natürlich richtig, richtig krass im Plus. Und die mit einem Einstiegspreis von vielleicht 30.000 im Durchschnittspreis oder vielleicht ein bisschen höher, ein bisschen geringer, weil ich ein bisschen Solana-Gewinne Bitcoin getauscht habe, bin ich wahrscheinlich bei 25.000 Durchschnittspreis oder so. Die ist dann natürlich immer noch krass im Plus, wenn wir auf 120 gehen. Das sind immer noch fette Returns. Aber du kannst das boosten. Was sind jetzt die Strategien, um noch krankere Returns mit Bitcoin zu machen? Es gibt diverse Arten, Bitcoin zu hebeln. Ich persönlich mache das nicht, weil ich daran glaube, dass Hebelpositionen immer unglaublich gefährlich sind. Aber ich bin dabei, mit dem Gedanken da zu spielen, eine Hebelposition aufzubauen als Zock, dass ich einfach sage, eine ganz kleine Position von meinem Krypto-Portfolio knalle ich mit einem Hebel in Bitcoin, da gibt es neue Protokolle. Wenn dich das interessiert, kann ich die ganzen Curve-Hebelgeschichten einmal hier durchexerzieren, wie du also mit einem Bitcoin-Investment unglaublichen Hebel aufbauen kannst und dann die Bitcoin-Rendite krass boosten kannst. Das würde ich aber nur mit ganz kleinen Teilen des Portfolios machen, weil das unglaublich riskant ist. Generell gehe ich gerade in die Altcoins hinein und da sehen wir einfach der beste Altcoin bisher, Solana, wie krank da der Hebel nochmal drin ist. Wir mal anschauen bei Solana ist der Einstieg circa bei $30 gewesen. Da habe ich jetzt 500% auf diese Position. Ich gehe davon aus, dass Solana ein neues All-Time-High machen wird und dann richtig durchziehen wird, also dass Solana einer der Leading Coins für den nächsten Bullenmarkt wird. Worauf achte ich bei Altcoins? Ich achte bei Altcoins darauf, dass sie ein neues All-Time-High gemacht haben. Das bedeutet, ich investiere überwiegend in Altcoins, die bereits neue All-Time-Highs gemacht haben, während das gesamte Altcoin-Market-Cap noch kein All-Time-High gemacht hat. Wir sehen hier, das gesamte Altcoin-Market-Cap hat noch kein All-Time-High gemacht. Es gibt aber Coins wie zum Beispiel INJ, Sui, paar Meme-Coins oder ein ganz guter Coin bisher von mir war natürlich Worldcoin, die bereits All-Time-Highs gemacht haben und in diese Coins investiere ich vor allem. Wie kriegst du jetzt diese Coins raus? Naja, es gibt verschiedenste Strategien. Ich bespreche natürlich meine Kryptostrategien mit meinem genauen Portfolio, mit 100% Transparenz. Mit jeder Kauf- und Verkaufsorder, die ich platziere, bekommen die Mitglieder der Pure Alpha Gruppe eine Benachrichtigung. Zusätzlich schaue ich immer darauf, die Coins zu haben, die gerade Momentum haben. Ich habe dir ein paar Beispiele gezeigt. Solana ist ein Beispiel. Avalanche ist auch ein Beispiel eines Coins, wo ich mir vorstellen kann, dass der sehr, sehr gut laufen wird. Sui ist letztens auch sehr gut gelaufen. Wir sehen auch, Sui hat neue All-Time-Highs gemacht. Dann haben wir die Narrative. Das sind für mich vor allem Bonk, Dog with Hat, also Meme-Coins. Dann sehen wir AI-Coins, die sind bisher auch sehr gut gelaufen. Dann sehen wir
Second Layer Solutions, also alles, was Ethereum dabei hilft zu skalieren, das ist bisher noch nicht so gut gelaufen. Wir sehen natürlich Solana und Avalanche, also Coins, die das Ökosystem kreieren, wo dann die ganzen neuen Narrative drauf gespielt werden. Wir sehen natürlich mit Worldcoin, sehen wir natürlich das ganze Identification-Narrativ. Ich habe ja Worldcoin hier immer vorgestellt und erklärt, warum ich dort gekauft habe. Und Worldcoin ist natürlich seitdem auch brutal abgegangen. Und dann sehen wir natürlich Gaming. Das bedeutet vor allem Coins wie Prime und ILV und mehrere andere, die ich im Portfolio habe. Das waren jetzt mal die wichtigsten Narrative. Es kommt jetzt noch das ganze Real-World-Asset-Narrativ hinzu, das BlackRock pusht, wo ich mir auch vorstellen kann, einige Positionen aufzubauen. Generell ist für mich die Lage komplett klar. Bitcoin macht als Zugpferd hier diese Bewegung, konsolidiert gerade. Der Bitcoin-Konsolidierung geht mal ein Altcoin richtig ab, die anderen konsolidieren, einer verliert mal ein bisschen. Das Wichtige wird sein, dass Bitcoin aus dieser Konsolidierung ausbricht und dann werden die Altcoins richtig nachziehen. Die größte Enttäuschung für mich bisher war Ethereum, weil wir einfach sehen, dass Ethereum gegen Bitcoin noch sehr stark verliert. Das heißt für mich einfach, wir sind noch früh im Bitcoin-Zyklus und dann gehe ich davon aus, dass Ethereum Bitcoin wieder sehr stark outperformen wird, aber ich achte darauf natürlich ganz, ganz genau. In dieser Hinsicht, das war einmal das Wichtigste, worauf wir jetzt achten, dass dieser Aufwärtstrend, weil der Momentumfaktor so stark ist, nicht rausgenommen wird. Wenn das Momentum weitergeht, dann wird Bitcoin weiter steigen und kann man da sehr, sehr viel Geld verdienen. Wie gesagt, manche Altcoins machen dann unglaubliche Rendite-Boosts von bis zu 10, 20, 30x. Manche Leute spielen das, indem sie Bitcoin hebeln, weil sie sagen, naja, Bitcoin wird sowieso hochgehen, dann habe ich nicht das Risiko, den falschen Altcoin zu haben. Das Problem bei Bitcoin-Hebel ist natürlich, dass du im Rücksetzer ausgestoppt werden kannst und man kann währenddessen natürlich dann auch noch mit den Future-Strategien den perfekten Exit finden. Aber wie gesagt, wenn dich das im Detail interessiert, lass es mich in den Kommentaren wissen, abonniere den Kanal, teile das Video mit deinen Freunden, dass wir weiter wachsen können. Gib mir vor allem in den Kommentaren Feedback, welche Art von Videos dich am meisten interessieren. Sind das Preisupdates zu Bitcoins? Sind das Altcoin-Analysen, also mal einen Coin komplett auseinandernehmen? Sind das andere Strategien, wie man Geld verdienen kann in diesem Environment? Das interessiert mich. Ich bin jetzt raus und wir sehen uns im nächsten Video.